Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Wir sind heute nochmals hier bei unserer Kupferverarbeitung, denn unser Kobaltoxid ist nicht wirklich das, was es sein sollte. Das Hauptproblem ist, dass bei diesem Verarbeitungsschritt bekommen wir hauptsächlich Kupfer raus und ein bisschen Kobaltoxid. Und das Kupfer, oder so wie wir es ursprünglich geplant haben, hatten wir dedizierte Produktion von Kupfer in diesen Schmelzen. Aber ich glaube, wenn wir uns die Rezepte anschauen, da bekommen wir eine Kupferplatte aus einem Erz raus. Und bei diesem Rezept bekommen wir 7 bis 11 Kupferplatten aus einem Erz raus plus Kobaltoxid. Also das heißt, aus diesem Rezept bekommen wir sogar mehr Kupfer raus. Natürlich geben wir nicht nur Kupfer rein, sondern auch noch andere Dinge. Aber für mich das Wichtige ist, wir brauchen Kobaltoxid. Und darum werden wir hier dieses Setup zweimal auf dieser Seite bauen. Und das heißt, wir brauchen dann dieses Schmelzarray nicht mehr. Aber wir müssen auch schauen, wie diese zusätzlichen Materialien, wie wir die mit reinbekommen. Und ich habe hier das mal ausgerechnet. Wir brauchen 5 Chemiefabriken, um den Stein zu crushen. Wir haben momentan 4 und wir brauchen 2 Schmelzöfen für das Carbon. Da haben wir 1. Aber ich denke, das alles lässt sich hier bewerkstelligen. Wir können das so machen. So. Und dann machen wir das so. Einer müsste kurz, einer lang sein. Dann haben wir das schon mal verdoppelt. Und hier können wir locker noch mal einen einfügen. Und dann haben wir dieses Ende schon mal abgehakt. Und alles, was uns jetzt effektiv noch fehlt, ist, wir kopieren diesen Teil einmal. Und wahrscheinlich gehen wir mir dann die Bauteile aus und hier hinten klemme ich das einfach mal ab. Das Erz packe ich hier rein, denn dann können wir zweimal hier unten das Ganze hinzufügen. Und ich denke, das, was wir machen müssen, ist das Erz und die beiden Bänder, die kommen von einer anderen
anderen Seite her. Und das müssen wir entsprechend berücksichtigen. Und natürlich wollen wir hier dazwischen genügend Raum lassen. Dieses Setup hier scheint wesentlich besser zu funktionieren. Was wir dann irgendwann noch uns überlegen müssen ist, was machen wir mit dem? Denn möglicherweise wird unser Kobaltoxid irgendwann mal volllaufen. Zumindest hoffe ich das. Und dann müssen wir sicherstellen, wir produzieren immer noch Kupfer, wenn wir Kupfer benötigen. Aber das ist definitiv ein Problem für die Zukunft, denn wir hatten bereits den ersten Zug mit Kobaltdioxid, der hier nach unten fuhr. Und wir produzieren hier erstmal Kobaltplatten und dann Kobaltstahl. Und der wird hier in den Zug verladen. Und das Gute hier dran ist, für Kobaltstahl, da ist er, brauchen wir eine Platte und bekommen 10 Stahlplatten raus. Und für eine Platte brauchen wir ein Kobaltoxid plus 10 Schwefelsäure. Von dem her sollten wir nicht allzu viel Kobaltoxid brauchen, aber ich denke, der initiale Push, dass wir da mal die erste Ladung, den ersten Zug nach unten führen konnten, das war wichtig. Und was jetzt ansteht, ist im Wesentlichen warten, bis dann der erste Zug mit Kobaltstahl zurückkommt. Und dann können wir beginnen, all unsere Bahnhöfe, die wir da auf der rechten Seite haben, die und von denen einige schon randvoll mit Material sind, dass wir das dann auf den Bus bringen. Und so wie es aussieht, unser Eisenerzfeld, da ist sowieso nicht mehr viel drin. Das heißt, Eisen werden wir auch mit auf den Bus bringen müssen vom Bahnhof. Und das bedeutet dann auch Stahl. Und dann werden wir hier dann bald mal recht viel Platz bekommen, sodass wir die Förderbänder nicht in Schlangenlinie durchführen müssen. Und wenn wir das alles dann auf dem Bus haben, dann können wir uns um die Wissenschaftspakete für Logistik kümmern, denn die brauchen Messingkisten, die blauen Bänder, die Filter, Express-Greifarme und Flugrobotergestelle. Und für die blauen Dinger hier, da brauchen wir effektiv Kobaltstahl und Aluminium dafür. Und für die roten brauchen wir Bronze. Das heißt, die Wissenschaftspakete, die werden einiges an Ressourcen fressen. Aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir in einer Situation, wo das kein Problem sein sollte. Ich habe hier unten ein paar mehr Bänder gelegt. Einige sind sogar schon mit Material bestückt. Und das hier, die vier Bänder, die untersten, die vier, die noch Material haben, die brauchen wir für die pinken Fläschchen, für die Logistikforschung. Und wie wir hier sehen, da brauchen wir eine ganze Reihe an Vorstufen. Glücklicherweise, die Vorstufen, das sind alles ein oder vielleicht mal zwei
Assembly-Maschinen, die wir brauchen, bis wir dann bei den effektiven Flächen ankommen, wo wir 17 bzw. da machen wir wahrscheinlich 18 Maschinen draus machen. Das, was wir bereits haben, sind die Flugrobotergestelle, die roten Schaltkreise, die gelben Schaltkreise und alles andere, denke ich, müssen wir vor Ort produzieren. Und wir werden das wiederum hier oben machen, hier etwas abseits der Linien. Und wir beginnen hier von unten, wo wir die Dinger herstellen. Und für die gelben Schaltkreise, da brauchen wir, vielleicht machen wir erst mal etwas Platz, etwas ausholzen hier. Ausholzen habe ich gesagt. Und dann können wir loslegen mit dem ersten Design. Die ersten paar Assembler von dem Setup haben wir bereits aufgestellt. Hier die kleine Verarbeitung für die gelben Platinen, dann Eisenzahnräder, die grauen Fließbänder und die einfachsten Greifarme. Wenn wir jetzt hier schauen, was wir weiter brauchen, das nächste sind dann die gelben Bänder. Die brauchen auch nochmals die Zahnräder. Die haben wir schon. Und dann geht es hier weiter mit weiteren Fließbändern. Ich denke, die Fließbänder, die bauen wir hier nach oben. Und da müssen wir Zahnräder nach oben bringen und ich denke, die weiteren Greifarme, die machen wir hier nach links. Oder links und dann werden wir sehen, wie wir das hinbekommen. Das heißt, hier hätten wir dann die hier. Das machen wir mal so. Dann können wir nämlich hier das Zinn ranbringen. Zinn haben wir hier. Und bei den Greifarmen, was sind da die nächsten? Die Filtergreifarme. Filtergreifarm. Einmal rüber und dann brauchen wir hier gelbe Schaltkreise. Die brauchen wir, glaube ich, sonst noch wo? Aber die finden wir hier unten. Und dann hier haben wir rote und blaue. Das heißt, dass hier brauchen wir die Stahlzahnräder.
Und brauchen wir die sonst noch wo? Ja, die brauchen wir dann auch da drüben. Also wir machen das so. Und bekommen das auf die andere Seite. Und hier kommt Stahl. Voilà. Da brauchen wir dann irgendwann auch noch Strom und da brauchen wir noch Bronze. Einfach nebendran. Und Bronze ist recht weit unten. Und natürlich gehen die Untergrundbänder aus. Das heißt, ich baue ein paar Untergrundbänder weiter, mache da auch den Rest der Vorstufen und dann können wir Schritt für Schritt durchgehen, wie das funktionieren soll. Inzwischen haben wir alle Vorstufen, die wir brauchen für die Science-Pakete, Science-Fläschchen. Und es sieht etwas chaotisch aus, möglicherweise, weil ich übersehen habe, dass wir von manchen Maschinen hier zwei Stück brauchen, damit das Verhältnis stimmt. Könnte sein. Aber wir haben es hinbekommen. Wir haben hier ein Band mit zwei Dingern drauf. Und hier unten haben wir auch ein Band. Und nun können wir das Ganze, wenn wir das jetzt so machen, hier brauchen wir die Fläschchen, dann Ausgang in der Mitte. Dann auf dieser Seite nochmals. Vielleicht kopieren wir das Ganze ein bisschen nach oben, dass wir hier das machen können. Hier ein langer Greifarm, da ein langer Greifarm. Dann geht das hoch, das runter. Und dann verbinden wir hier. Mach das mal bis ganz nach unten. Denn dann können wir das einfach kopieren. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Und was wir jetzt effektiv noch brauchen, sind ein paar Strommasten. Und wenn wir die so hier außen anbringen, sind die großen. Dann brauchen wir nicht so viele. Wenn wir hier auch, hier können wir auch die mittleren nehmen. Dann hier unten, die zwei brauchen wir nicht.
aber hier, da müssen wir dann noch das andere Band ranlegen. Voilà. Da können wir hier abschneiden. Und damit sollten wir in der Lage sein, die Fläschchen zu produzieren. Ja. Sehr gut. Das heißt, wir können dann das Ganze hier anlegen. Einmal Band nach rüber ziehen. Und wir haben die ersten Fläschchen. Und ihr wisst, was das heißt. Wir werden gleich mal die nächste Forschung einreihen. Was brauchen wir? Wir wollen Richtung Logistik. Die hier. Dann die hier. Und das sollte uns die Requester Chest geben. Dann können wir auch noch etwas Geschwindigkeit. Das hier. Warum nicht? Und damit machen wir weiter. Aber damit, mit den ersten pinken Fläschchen, sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, endlich wieder mal eine Fabrik zu bauen, anstelle nur Erzverarbeitung. Und wir werden mehr in der Richtung machen in den nächsten paar Folgen. Also, vergesst nicht zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!